Ja, und dann war diese Affenhitze wochenlang und das in einer Dachgeschosswohnung. Wenn man mit dem Ventilator die Luft rauswählt, zieht es die durch ein anderes offenes Fenster natürlich wieder rein. Und dadurch hat man eine Abkühlung, als ob dort ein unsichtbarer Ventilator steht. Also sehr gut, das ist durch diesen Luftsog. So, nun ist es natürlich nachts nur mal kurz kühl, tagsüber funktioniert das alles nicht. Wo kriegt man die kühle Luft her, um die Sogwirkung zu nutzen? Ja, der Keller ist immer kühl. Irgendwie muss man doch aus dem Keller die Luft hochkriegen. Vielleicht mit einem Rohr, Drainagerohr oder irgend sowas ähnliches. Gut, im Baumarkt geguckt, einfach mal ausprobiert, das Rohr gelegt. Und dann muss man die Tür dicht kriegen. Das war der Knackpunkt. Ja, dann haben wir das einfach mal ausprobiert. Ventilator eingeschaltet. Und es hat funktioniert. Es kam Luft heraus, kühle Luft aus dem Keller. Aber der Luftzug war dann doch ein bisschen zu schwach gewesen. Die Tür war auch nicht ganz dicht. Dann ist uns ja, die ganzen Klebestreifen von der Rettungsfolie wieder abgegangen. Dann haben wir einfach mal die Fenster im Hausflur geschlossen, die Abdeckung, die Plane von der Tür ein bisschen gelöst. Und tatsächlich kam dann ein starker Windzug hoch in die Wohnung. Es war wie vor einer Klimaanlage zu sitzen, ein kühler Luftzug. Also wir haben es geschafft, aus dem Keller die kühle Luft in die Wohnung zu bekommen. Aber der kühle Luftzug, das war natürlich der Hammer. Also das hat funktioniert auf jeden Fall. Ja, es war ein Versuch wert und es hat ein bisschen Kühle gebracht.